Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und wir wollen hier die Märkte für die Kalenderwoche 50 analysieren, und zwar für die Handelstage vom 10.12. bis 14.12.2018. Wie gewohnt auf die Märkte DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold blicken, auch auf das Big Picture schauen, was ist in der vergangenen Handelswoche passiert, was könnte grundlegend vielleicht in der kommenden Handelswoche passieren. Und wir haben es ja schon mittlerweile Dezember, lediglich noch 2 Handelswochen bis Weihnachten, und für mich eigentlich schon so langsam eine Zeit, wo ich mein Trading etwas zurückfahre, die Bücher dann langsam zumache. Bedeutet erstmal noch nicht, dass ich nicht in den nächsten 1-2 Wochen noch trade, aber schon seit Mitte November in etwa fahre ich meine Aggressivität des Tradens herunter. Das Jahr war grundsätzlich von der Performance recht gut und ich habe mich jetzt entschieden, etwas Piano quasi zu machen, also etwas weniger zu handeln. Wir konnten hier in den Livestream den einen oder anderen guten Trade noch generieren, also die vergangene Handelswoche mit wenigen Trades war trotzdem interessant im Profit, aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich hier die Märkte analysieren. Wie gewohnt an dieser Stelle dann auch erstmal der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls auch ja vortrade, was jetzt wahrscheinlich hier bei der Trading-Wochenanalyse weniger passieren wird, dann definitiv das nicht als Handelsempfehlung werten, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr noch weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder zum Broker beantwortet bekommen. Wir switchen mal kurz hier auf die Website, auf den YouTube-Kanal von JFT Brokers, und hier das Video, was ihr euch aktuell anschaut, darunter wird in der Videobeschreibung, werden diese 3 oder beziehungsweise 4 Märkte aufgelistet sein. Dahinter eine Zeitangabe, also wer sich jetzt hier zum Beispiel nicht den DAX anhören möchte, sondern nur den S&P oder nur den Euro oder nur das Gold, der kann entsprechend dann hinter dem Markt auf die entsprechende Zeitangabe klicken und ihr gelangt natürlich im Video direkt dann zu dieser Stelle, wo ich dann anfange, über den entsprechenden Markt zu sprechen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin diesen Videos die Daumen nach oben gebt, wenn ihr auch weiterhin hier fleißig postet. Das gefreut uns natürlich hier als YouTuber, als JFT Brokers, wenn eben diese Videos angenommen werden und dadurch dann natürlich auch diese Videos weiter nach vorne geliked und gerankt werden quasi. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Wir switchen mal auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche, und ich muss eins erstmal vorweg sagen. Wir hatten ja recht hohe Volatilität in der vergangenen Handelswoche. Teilweise gestützt durch China, USA, Handelsstreit, Nicht-Handelsstreit, Zölle, ja, nein. Ja, die Woche startete recht positiv, werden wir uns ja auch gleich anschauen, aber dann kam es über die Tage immer wieder zu Schwäche. Also es ist schon sehr, sehr politisch gelenkt gewesen. Hinzu kamen noch dann eventuelle Zinsentscheidungen bzw. Zinsplanänderungen, wie dann eben die Fed mit den Zinsen in der kommenden Zeit umgeht, und all das hat den Markt grundsätzlich bewegt. Die Non-Farm Payrolls, eigentlich wichtige Wirtschaftskennzahlen, die am Freitag um 14.30 Uhr rauskamen, die waren, obwohl sie schlechter waren, erstmal grundsätzlich nicht kriegsentscheidend. Für mich ist ja immer wichtig, was passiert direkt zu den Zahlen, dass sich der Markt natürlich danach weiter bewegt. Die US-Märkte dann mit der Kernhandelszeit am Nachmittag in der US-Phase erstmal kurz nach oben gingen, aber dann etwas stärker wegbröckelten. Das ist klassisch Charttechnik, das ist das, was wir uns anschauen, und für mich ist ja immer wichtig, was passiert dann exakt zu den entsprechenden Zahlen, und dazu mache ich hier mein Zeichenwerkzeug nochmal kurz auf, Moment, und dann schauen wir uns das für die kommende Handelswoche mal an. Da kommt nicht so viel. Wir sollten auf jeden Fall am Mittwoch beobachten, da kommt von der FED nochmal so ein bisschen Pressekonferenz, und entsprechend hier, da haben wir 16 Uhr, und auch hier die Anhörung von Jerome Powell. Also da könnte sich eventuell der Markt etwas darauf reagieren. 14.30 Uhr Verbraucherpreisindex sollte man natürlich am Mittwoch auch drauf schauen. Aber ich denke, das sind eben nicht die extremen pushenden Zahlen, die jetzt den Markt extrem bewegen. Wir haben dann auch nochmal EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag 13.45 Uhr mit der entsprechenden Pressekonferenz um 14.30 Uhr. Da wird es durchaus mal interessant, wie jetzt gegebenenfalls in der Pressekonferenz die EZB reagiert auf eine eventuelle Planänderung der FED, die ja da eventuell, das sind ja alles Spekulationen, ob das wirklich so kommt, sei ja erstmal dahingestellt, aber eventuell wird der Plan der FED in den USA, der bezüglich der Zinspolitik, etwas konservativerer umgesetzt, und dann wollen wir mal schauen, was eventuell die EZB dazu sagt. Also da wird es auf jeden Fall am Donnerstag 13.45 Uhr beziehungsweise eigentlich 14.30 Uhr dann nochmal interessant, und hier ja, Pressekonferenz ist ja kein Statement, was direkt auf den Punkt
Punkt kommt, sondern da geht es dann wirklich ab 14.30 Uhr los. Und dann haben wir am Freitag nochmal 14.30 Uhr Einzelhandelsumsätze aus den USA. Auch, ja, eine Zahl, die natürlich nicht unwichtig ist, aber ich denke, auch hier wird der Markt sich nicht extrem bewegen. Aber man sollte natürlich trotzdem immer mal wieder drauf schauen und etwas vorsichtiger sein. Gut, starten wir mit dem Blick auf den DAX und da wird es ja eigentlich interessant. Wir sahen Abgaben in der vergangenen Handelswoche und wir hatten auch in der letzten Trading-Wochenanalyse darüber gesprochen, dass der Bereich um die Marke in etwa 10.800 als ein interessantes Ziel angelaufen werden könnte. Dass eben nicht nur der Bereich 11.000, der so als Zwischenziel galt und erstmal auch realistisch zu erreichen war, dass eben auch der Bereich 10.800 interessant ist. Und wir hatten uns das auch angeschaut des Öfteren, nicht nur in der letzten Trading-Wochenanalyse, sondern auch im Prinzip davor. Schaut euch mal diesen Bereich an. Der wurde in der Vergangenheit, also der Bereich in etwa ab 11.000 bis hinab zu 10.800, der wurde in der Vergangenheit dann auch des Öfteren sehr, sehr schnell abgearbeitet. Und das war so ein Zeichen für mich, wo ich gesagt habe, das kann dann auch in Zukunft so passieren. Und was ist passiert? Der Markt hat diesen Bereich eben auch sehr, sehr schnell mit Momentum im Endeffekt abgearbeitet. Warum jetzt hier 10.800? Ja, weil es charttechnisch im Jahre 2016 schon ein Weilchen her, aber wir sind nun mal aktuell in Bereichen, wo wir das letzte Mal 2016 unterwegs waren. Dort war dieser Bereich in etwa 10.800. Das ist natürlich dann immer in Abhängigkeit der Indikation, der Kursindikation. Wir sind ja hier im CFD, teilweise ist der Future, da sind diese Bereiche leicht verschoben, aber grundsätzlich ist das charttechnische Bild immer gleich. Und wir haben in allen DAX-Märkten, wie sie auch immer indiziert werden, auf jeden Fall in diesem Bereich ein Widerstandsniveau 2016 gehabt. Und nach x-fachem Test kam dann irgendwann der Trend auf der Nordseite. Ja, und dieser x-fache Test führte zu einem Widerstand, der irgendwann gebrochen wurde und dann zu einer Unterstützung wird. Das ist eben in der Charttechnik so. Und somit war dieser Bereich eben, es lag fast auf der Hand, dass der Markt realistisch dorthin laufen kann, diesen Bereich als unterstützend nutzt und der dann auch schlussendlich hier am Freitag den Schlusskurs in diesem Bereich fand. Und nun wird es interessant, wir bleiben erstmal auf dem großen Bild, denn wir wollen ja hier in der Trading-Wochenanalyse auch immer so ein bisschen das Big Picture uns anschauen, um eben wichtige Bereiche, die das große Bild betreffen, so ein wenig einzunorden. Und der Bereich, den wir hier unten haben, der eben den oberen Unterstützungsbereich in etwa 10.780 hat. Das ist natürlich ein ganz schöner Klotz. Moment, das sollte jetzt hier ein Viereck werden. Das ist natürlich erstmal, man sieht das hier, das ist ein ganz schöner Klotz, der hier drin liegt. Ja? Und das sind auch mehrere Monate, wo sich dieser Klotz quasi hier aufbaute. Und wir sehen dieser untere Bereich, wir sehen auch hier in dem Bereich, zeichne das mal so ein bisschen ein, das ziehen wir mal bis rüber. Ja, das dann, um das eben so ein bisschen erstmal hier uns anzuschauen, schaut mal, dieser Bereich, der war dann auch in der Vergangenheit auch mal Widerstand. Ja, und wie gesagt, auch Tageschart, das sind schon markante Bereiche, die hier eben stattfinden. Und das war in etwa eben auch so dieses untere Unterstützungslevel dieses Blocks, den ich da gerade eingezeichnet habe. Und das ist in etwa so, wir müssten gleich nochmal schauen, aber so 10.300. 10.300, das ist schon mal eine Hausmarke. Und ich denke, wir haben jetzt noch, wie gesagt, zwei Handelswochen bis Weihnachten und auch zwischen Weihnachten und Neujahr hat ja die Börse, wenn auch dieses Mal wenig, weil eben der 24., der dann, glaube ich, auf einem Montag liegt, dann kommen die zwei Weihnachtsfeiertage. Aber wir werden hier noch auch ein bisschen Handelszeit zwischen Weihnachten und Neujahr haben. Und ich denke, es ist hier nicht ausgeschlossen, dass sich der Markt, jetzt zwingend nicht unbedingt in der nächsten Handelswoche, weil wir sprechen gleich nochmal über diesen Klotz hier, aber warum denn nicht? Warum denn nicht hier diese Strecke noch in das nächste Kernunterstützungsniveau abarbeiten? Ja, und dann wäre natürlich das nochmal das i-Tüpfelchen der generellen Abwärtsbewegung, die jetzt hier seit, also eigentlich grundsätzlich dieses Jahr läuft. Ja, warum nicht? Und von daher ist das eben durchaus interessant, durchaus möglich und wir merken uns, so in etwa 10.300 ist hier als nächstes Unterstützungsniveau. Wir schauen nochmal kurz exakt, wo das hier liegt. Ja, und auch naja, ein bisschen höher, 10.350, knapp darunter, das ist so dieser Bereich. Reden wir aber nochmal über diesen Klotz hier links, den ich 2016 eben schon mal markiert habe. Das ist natürlich ein Bereich, der eine ganze Menge Volumen beinhaltet. Wer so auf das Volumenprofil schaut,
Der wird hier so ein bisschen dann in so einem Bereich so ein bisschen so eine Formation haben, die bedeutet vertikales Volumen etwas höher, natürlich kernmäßig auch Unterstützungsniveau. Schon ganz schön stark, würde ich sogar annehmen. Also der Durchlauf hier, der würde schon bedeuten, also dass der Markt jetzt hier direkt in einem Zuge weiterläuft, sehe ich persönlich als etwas unrealistisch. Grundlegend kann es natürlich passieren, aber ich denke, ja, man sollte natürlich immer vorsichtig sein mit, na gut, denken sollte man an der Börse schon, aber man sollte auf jeden Fall vorsichtig sein mit Meinungen. Aber ich denke, es ist hier erstmal nicht unrealistisch, dass wir so ein bisschen erholenden Charakter sehen, aber dann eben mit ein bisschen Kraft der Markt von unten in diesen Bereich reindrückt und dann eben, wenn die Schwäche auch aus den USA Bestand hat, wir werden ja gleich auf den S&P schauen, der natürlich hier, wenn er bestimmte Levels jetzt nach unten durchschreitet in der kommenden Handelswoche, auch erstmal einen weiteren Freifahrtschein für die Abwärtsseite hätte. Das könnte natürlich dann eben dafür sorgen, dass dann eben der Markt auch hier, der DAX, etwas nach unten drückt in den Bereich. Wie gesagt, wir haben es ja gerade geschaut, 350, knapp unterhalb von 350 ist denkbar und wir sind gerade im 800er Bereich. Also das ist gar nicht mehr so viel und die durchschnittlichen Wochenschwankungen können wir auch gleich nochmal schauen. Die sind ja auch nicht so gering. Schauen wir hier mal auf die ATR unten, bevor wir mal auf das kleinere Niveau gehen. Messen das mal kurz. Wir haben eine durchschnittliche Wochenschwankung im DAX aktuell von in etwa 400 Punkten und somit ist natürlich aus dem 800er Bereich hinab in den 350er Bereich das durchschnittlich eben in ein, zwei Wochen realistisch, ja, arbeitbar. Ja, und somit eben hier auch durchaus realistisch machbar. Schauen wir uns das Ganze jetzt hier nochmal an, was so das Idealszenario für mich wäre und das schauen wir uns dann auch gleich natürlich nochmal auf dem Stundenchart an. Also wir haben hier ja im Bereich 11.000. Das ist ja der Bereich, mit dem wir ganz, ganz lange gearbeitet haben. 11.030 war da eben in der CFD-Indikation, glaube ich, oder 11.040 war hier so dieses Bewegungstiefs das erste Mal. Ja, das war ja der Bereich. Dann kam der Markt nochmal hin, baute hier erstmal so einen Art doppelten Boden aus, kam er dann nochmal nach oben und kam er jetzt dann eben in der vergangenen Handelswoche durch den Bereich durch und baute hier quasi die neuen Tiefs in diesen nächsten Zielbereich aus. Und nun wäre es rein charttechnisch eigentlich das Idealszenario. Wenn wir uns nochmal aus dem aktuellen Kursbereich lediglich 200 Punkte, nicht viel, arbeitete der Tag am Freitag mehr als 200 Punkte, bewegte sich der Markt hier in den letzten ein, zwei Handelstagen ganz locker mal hin und her. Also diese 200 Punkte nochmal nach oben in dieses Ausbruchsniveau wäre eigentlich so mein Favorit, um dann aus diesem Bereich hier wieder weiter gen Süden zu laufen, auch so ein bisschen hereinlaufen in diesen 11.000er Bereich, knapp darüber, wäre hier nach wie vor sauber, wirklich sauber abwärts tendieren. Und wenn wir uns das Ganze hier in der Vergangenheit mal anschauen, diese letzten Abwärtsbewegungen, wie sich der Markt grundlegend abwärts bewegte. Hier hatten wir ja diesen doppelten Test und jetzt kam ja der nächste Schritt nach unten. Und schaut mal immer diese Rückläufer, ja, wie diese dann grundlegend vonstatten gingen. Hier in diesem Fall hier, Moment, da müssen wir mal eine andere Farbe nehmen, dass ihr immer wisst, worüber ich spreche. Dieser Bereich hier, ja, da lief ja der Markt ein wenig in diese alten Tiefs rein. Was bedeuten würde, gelbe Linie, das war noch der Schlusskursniveau von vorgestern oder von gestern, von Donnerstag. In dieser Bewegung hier, diese Aufwärtsbewegung testete exakt diese alten Tiefs. Also ist dieser Bereich, dieser Rücklauf in diese Tiefs hier durchaus realistisch. Auch ein leicht höheres Laufen wäre durchaus denkbar und die Abwärtsseite wäre übergeordnet nach wie vor aktiv. Und das dauert auch noch ein Weilchen, bis man hier sagen könnte, okay, der Markt wäre übergeordnet, vielleicht reif, nochmal für ein wenig mehr Stärke, vielleicht in Richtung unseres ganz, ganz, ganz wichtigen Bereiches 11.420, den wir ja in der Vergangenheit des Öfteren hatten. Somit ist alles, und das halten wir jetzt so fest, alles unterhalb von 11.050, Schrägstrich mit ein bisschen Vorsicht, 11.150 weiterhin von der Shortseite aus zu betrachten, mit dem Gedanken, dass wir natürlich hier neue Bewegungstiefs ausbauen, dass wir in dieses Unterstützungsniveau aus 2016 dort reinlaufen und hier dann eben entsprechend neue Bewegungstiefs ausbauen. Allerdings mit dem kleinen Fadenbeigeschmack, und das würde ich jetzt hier für die kommende Woche, habe ich ja in den letzten Handelswochen auch schon so umgesetzt, weil eben auch schon Dezember ist, keine aggressiven Handlungen.
Ich würde hier keine Breakouts mehr handeln, weil eben dieser Block aus 2016, den wir uns gerade angeschaut haben, schon insofern Unterstützung bieten sollte, dass hier wirklich diese massiven Durchläufer, also wirklich Breakouts, die dann auch richtig Punkte bringen, ich denke, dass diese sich nicht bedingt durch diese Unterstützung aus 2016 in dieser Art und Weise umsetzen. Also wenn man verkauft, dann idealerweise in Erholungssequenzen mit dem Ziel, dass wir in Richtung der Bewegungstiefs laufen, beziehungsweise diese leicht unterschreiten, so 20, 30, 40 Punkte, ist dann schon realistisch, aber es ist dann auch denkbar, dass wir dann immer erstmal wieder in den nächsten Erholungsschritt gehen, der dann sich eventuell wieder in die Abwärtsseite wendet. Also das jetzt so die Gedanken, die groben Gedanken zum DAX, zum Big Picture im DAX, und wir schauen uns dann jetzt natürlich, und das sollte man natürlich auch immer wieder mit im Hinterkopf haben, ich habe auch diese Woche die Frage bekommen, für jemanden, der neu in den Livestreams mit dabei war, ob ich mir denn gar nicht die US-Märkte anschaue, ja, als Referenzmarkt, aber das war genau an dem Tag oder einen Tag davor, wo dann letzte vergangene Handelswoche ja der US-Markt aussetzte aufgrund der Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Bush und somit natürlich dann eben in der Mitte der Handelswoche der US-Markt nicht ganz so wichtig war für unseren DAX. Aber grundlegend ist natürlich der US-Markt bis zu einem gewissen Grad, wir hatten hier diverse Ausnahmen dieses Jahr, aber bis zu einem gewissen Grad ist natürlich der S&P auch wichtig für die Bewegung des DAXes. Und wir haben, das hatten wir besprochen in der vergangenen Handelswoche, wir haben so eine kleine Ausnahmesituation natürlich diese Woche gehabt im S&P, nicht nur im S&P, auch im DAX, ja, weil wir hatten darüber gesprochen, dass in etwa, Moment, da gehen wir nochmal auf den 4-Stunden-Chart. Wir lassen das gar nicht auf dem Tageschart, sondern gehen hier mal in den S&P rein. Und der Gedanke in der vergangenen Trading-Woche-Analyse war, dass alles, was sich hier oberhalb von 2723, 2724, 25, wir hatten diesen Bereich in etwa markiert. Da hatte ich gesagt, alles, was darüber an Kursen stattfindet, wäre denkbar für die Aufwärtsseite. Da hatten wir aber den Schlusskurs hier, dass der Markt hier oben eröffnet, wusste man natürlich in dem Moment noch nicht. Und die Ziele auf der Oberseite hatten wir zum Beispiel mit 2800 tituliert, teilweise auch ein wenig höher. Nun hat, und das ist diese Sondersituation, und da sieht man mal wieder, dass eine Analyse wichtig ist, aber dass Ergebnisse einer Analyse auch relativ schnell erstmal wieder zunichte gemacht werden können. Und dann natürlich der Markt, am Sonntag passierte letztes Mal die Trading-Woche-Analyse und am Sonntagnacht bzw. am Sonntag, Montagvormittag dann ist im Prinzip ja der Zielbereich hier schon abgearbeitet worden, unter anderem durch dieses große Gap. Und dieser richtungsentscheidende Bereich, den ich vorher hier markiert hatte und der ja natürlich dann mit dem Eröffnungskurs hier oben und mit den weiteren Hochs extrem weit weg war, der muss sich dann natürlich anpassen, den muss man nach oben anpassen. Das hatten wir dann teilweise in den Livestreams besprochen, allerdings hatte ich ja Montag, Dienstag aus gesundheitlichen Gründen hier auch nicht die Livestreams. Somit konnten wir das nicht besprechen, aber das denke ich, diejenigen, die des Öfteren hier zuhören, die in den Livestreams mit dabei sind, die wissen das, dass ich dann eben sage, okay, entweder das Schlusskursniveau vom Freitagabend oder sogar noch Bereiche etwas höher bedingt durch die generellen Unterstützungen, die wir im Markt drin haben, dass dann diese Bereiche interessant sind und dass dann eben natürlich auch schon Bewegungen auf der Unterseite interessant für Short-Überlegungen werden und nicht erst hier unten es dann interessant wird für die Abwärtsseite, wobei das selbst das ja auch noch dann entsprechend Geld gebracht hat oder auch nach dieser Analyse Geld gebracht hätte. Das nochmal kurz, diese Sondersituation aus der vergangenen Handelswoche, dass man natürlich Analysen Tag für Tag, die Geschichte des Marktes, die bewegt sich natürlich weiter voran und man muss natürlich diese Analysen dann entsprechend anpassen. Wir hatten jetzt im Prinzip ja die vergangene Handelswoche ausgewertet, gehen jetzt nochmal auf den Tageschart. Und wir sehen, und es ist hier in der vergangenen Handelswoche von meiner Seite schon erwähnt gewesen, wir hatten oder haben fast punktgenau, ja, eigentlich eine Schiebezone in den US-Märkten. Eine Seitwärtszone, die sehr volatil ist. 2635 bis in etwa 2820, ja, fast 200 Punkte. Und das ist für den S&P eine ganze Menge. Und vor allem, dass er diese 200 Punkte fast immer innerhalb von einer Woche
von der Unterseite zur Oberseite abarbeitete und von der Oberseite zur Unterseite abarbeitete. Und wir sehen das ja, diese Hin- und Herbewegungen, teilweise waren es dann mal nicht ganz eine Woche, sondern teilweise auch 2 Wochen, aber diese Schwankungen, die hier aktuell im S&P stattfinden, auf der Ober- und auf der Unterseite, sind schon relativ enorm und vor allem seitwärts tendierend. Ja, also, und wir haben das eigentlich ganz gut hinbekommen, dadurch, dass die Seitwärtszone von der Volatilität her oder von der Schwankungsamplitude relativ groß ist, konnten wir in dieser Seitwärtsphase natürlich entsprechend oder mussten entsprechend dann immer relativ schnell die Richtung wechseln. Das war in der vergangenen Handelswoche so, dass man ja dann relativ schnell sagte, okay, man nimmt dann wieder die Abwärtsseite an. Wir hatten davor, nee, oder wir nehmen mal die Seite, wir haben hier ja diesen wichtigen Bereich auch teilweise gehabt, dann eben die Abwärtsseite. Also wir haben die Richtungen eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Das funktioniert in Seitwärtsphasen aber auch nur, wenn entsprechend Volatilität da ist. Wenn natürlich diese Seitwärtsphase direkt, nachdem man merkt, okay, das Ding dreht wieder, dann schon wieder im Begriff ist zu drehen, dann sind natürlich Seitwärtsphasen uninteressant und dann müssten wir Gas rausnehmen. Ja, das ist hier allerdings aktuell nicht so, weil die Bewegungen da sind und 200 Punkte im S&P, was ja eben mehr als 1000 Punkte teilweise im Dow Jones bedeutet. Also da ist schon Volatilität, da ist Musik drin, da ist Schmackes drin, aber ich halte es jetzt für durchaus realistisch und wir ziehen dafür das Bild mal zusammen, dass gegebenenfalls, und wir haben dieses Jahr schon Bereiche im S&P und auch im Dow Jones gehabt, die tiefer lagen, als wir aktuell rangieren. Auch wenn hier in der vergangenen Handelswoche und auch natürlich hier mit dieser Reise von oben nach unten, nachdem wir dann das letzte Mal die neuen Allzeithochs hier oben ausgebaut haben, der erste Dampf nach unten hier natürlich relativ stark vonstatten ging, hatten wir diese Bewegung Anfang des Jahres aber schon mal und vor allem hatten wir hier tiefere Tiefs ausgebaut, als wir eben aktuell hier in diesem Bereich haben. Also das ist natürlich alles nicht schön für diejenigen, die gerade als Investoren unterwegs sind, hier vielleicht Aktien halten, US-Aktien halten, ist das natürlich kein schönes Bild und vor allem hier dieses Alarmzeichen, dass der Markt eben immer wieder so stark auch auf der Abwärtsseite drückt. Aber es ist jetzt hier erstmal grundlegend aufs Jahr gesehen. Sehr, sehr viel passiert, wir hatten sehr, sehr viel Momentum, aber wir sind hier noch nicht auf Jahrestiefs, wo der DAX sich schon befindet. Und ich denke, es ist jetzt hier nicht auszuschließen, wenn wir mal bei diesem Bild bleiben, nochmal kurz die Kreise rausnehmen und uns den Bereich hier erstmal grundlegend nochmal anschauen, bevor wir jetzt auf kleinerer Zeitebene das Ganze uns anschauen. Also das war ja im Prinzip hier, entschuldigt, diese Seitwärtszone. Und ich denke, es ist nicht auszuschließen. Wir sind jetzt unterhalb von 2700. Das war eine lange Zeit ein wichtiger Bereich. Wir sind im Bereich um die Marke 2635, was eben so dieser untere Bereich dieser Seitwärtsschiebezone ist. Und ich halte es für durchaus realistisch, dass wir dann doch auch hier, DAX ist schwach, DAX könnte immer wieder weiter nach unten laufen. Und ich denke, dass auch der S&P durchaus Potenzial hat, sich hier nochmal nach unten vorzuarbeiten in Richtung dieser Tiefbereiche. Das ist auch hier natürlich durchaus realistisch, aber auch hier wäre es schön, wenn wir uns erstmal nochmal ein Stück weit erholen, um dann hier gegebenenfalls diese Tiefs nochmal anzugreifen, nochmal nach unten zu laufen. Und somit müssen wir jetzt hier mal schauen, ähnlich wie wir das mit dem DAX gemacht haben, unterhalb welcher gegebenenfalls wichtigen Bereiche wäre es eben denkbar, darauf zu setzen oder eben in Richtung Süden zu handeln, beziehungsweise ab welchem Punkt, und das ist ja das, was wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder gemacht haben, ab welchem Punkt kann es sein, dass sich die Seitwärtszone weiter ausbaut, dass eben diese Seitwärtszone weiter Bestand hat und natürlich dann es denkbar ist, dass wir wieder Richtung Norden laufen in diese obere Grenze dieser Seitwärtszone. Es ist durchaus denkbar, dass wir im Handelsjahr 2018 auch in diesem Bereich hier unseren Schlusskurs finden. Und dann wäre das eben in dem Bereich, wo wir auch 2000, und das war, muss ich selbst mal kurz schauen, ich glaube, das war der Bereich hier im S&P, das ist der Bereich, der Schlusskursbereich 2017, der Eröffnungskursbereich 2018. Müssen wir nochmal kurz gucken. Aber dann wäre es eine Nullnummer für dieses Jahr. Gucken wir mal. Genau, das ist hier der Bereich. Also das ist der Schlusskursbereich 2017 und der Eröffnungskursbereich 2018. Also wir sind ganz knapp im Jahresminus aktuell und es kann durchaus sein, dass wir dieses Jahr quasi ein Doji ausbauen, also der Schlusskursbereich in dem Schlusskursbereich des Vorjahres liegt. Und dann waren wir mal im Minus, dann waren wir mal im Profit und haben aber schlussendlich für dieses Jahr rein Marktperformance gar nicht so viel geschafft.
schauen wir uns das Ganze jetzt natürlich auf kleinerer Zeitebene an. Heute, merkt ihr, machen wir den Ausflug auch so ein bisschen auf das große Bild, weil es ist wichtig, dass man eben diese Punkte sich dann auch immer mal vor Augen hält, wo befinden wir uns eigentlich übergeordnet, um jetzt hier in diesem wirren Gebilde, gerade durch die Gaps, dann auch durch die Pause in der Handelswoche etc., hier dann entsprechend dann einen Plan zu haben und einen Plan zu finden. Und da schieben wir das Bild nochmal so ein bisschen zusammen. Und wir hatten ja jetzt gesagt, wir sind am unteren Ende dieser Seitwärtsschiebezone und wir müssen uns jetzt einen Bereich herausfiltern, der für die Aufwärtsseite eventuell wieder interessant ist. Und da würde ich für die kommende Handelswoche etwas mehr nach oben gehen. Das war die Bewegung Freitagnachmittag. Kernbewegung. Ein Tag aus dem Bereich 2700 hinab in den Bereich vom Tief her 2630. 70 Punkte, S&P-Punkte, extrem viel. Die Volatilität ist wirklich da, das muss man so sagen. Und somit ist dieser Bereich, dieser Tiefbereich hier im Bereich 2700, ich würde grundsätzlich vom übergeordneten Bild erstmal davon ausgehen, alles, was sich unterhalb von 2700 abspielt, primär weiter mit dem Gedanken, dass der Markt auf der Abwärtsseite pushen kann. Und erst darüber wäre es dann für mich persönlich möglich und denkbar, dass wir dann hier in Richtung wieder dieser oberen Grenze laufen, in Richtung 2800 beziehungsweise sogar noch ein kleines Stück höher. Ja, als gerade eben diese Bewegung, weil sie auch sehr, sehr schnell vonstatten ging, ist dann natürlich auch die Aufwärtsseite schnell wieder denkbar. Klassisch seitwärts, ja. Was will man sagen, wenn der Markt in den letzten Wochen hoch und runter pendelte, muss man auch weiterhin davon ausgehen, dass es gegebenenfalls hoch und runter gehen kann und eben nicht sauber im Trend weiterläuft. Aber alles, was unterhalb von 2700 ist, also natürlich hier dann entsprechende Erholungscharakter in wichtige Widerstandsniveaus rein, immer wieder dann auch mit dem Gedanken behaftet, und das werden wir in den Livestreams entsprechend besprechen, dass ich hier dann in den meisten Fällen auf Trigger warte, also dann auf Anzeichen, dass der Markt wirklich bremst, um dann hier erstmal primär in Abwärtsrichtung unterwegs zu sein. Und je nach Tagesverfassung des Marktes, da kennt ihr ja dann auch die Herangehensweisen, wo sind die Schlusskurse, wo ist der Eröffnungskursbereich, sind wir natürlich dann auch teilweise mal hier unten vorsichtig mit einer Long-Überlegung unterwegs, aber mit dem Hintergedanken, und das ist das, was wir ja hier in der Trading-Wochenanalyse machen, dass diese Long-Gedanken dort unten antizyklisch sind gegen die Kernbewegung und somit dann ein anderes Trade-Management, ein etwas defensiveres Trade-Management, auch ein etwas defensiveres Einstiegsmanagement beinhalten sollten. Ja, und erst dann hier oben, wie gesagt, dass alles ein bisschen lockerer für die Long-Seite wird und hier eben schnell der Markt wieder drehen kann in Richtung Abwärtsseite und somit selbst Käufe hier unten, die wir natürlich ohne Frage dann auch mal analysieren und teilweise auch umsetzen, mit einem anderen Hintergedanken stattfinden. Also das erstmal ganz wichtig, richtungsentscheidender Bereich, und die Ziele hatten wir ja eben auf dem großen Bild entsprechend auf der Abwärtsseite dann auch schon besprochen. Kommen wir zum Euro-US-Dollar. Den hatten wir schon im Devisenradar diese Woche mal. Ich schiebe das Bild ein wenig zusammen. Und das ist eigentlich jetzt auch so der, ja, ich will nicht sagen der letzte Gedanke für dieses Jahr für den Euro-US-Dollar. Aber ihr kennt meine Meinung. Ich hatte in der vergangenen Handelswoche dann auch schon Euro-US-Dollar und auch den Goldpreis etwas kürzer behandelt. Gold hat sich zwar dann so entwickelt, wie wir es gesagt haben, hat entsprechend sich auf der Long-Seite bewegt, den 41er-Bereich dann eben angelaufen, schauen wir uns gleich an. Aber grundlegend ist Euro-US-Dollar, der Euro-US-Dollar und der Goldpreis ja alles relativ shoppy. Hier allerdings bildet sich im Euro-US-Dollar ein nicht so uninteressantes Bild. Schaut euch dazu, ich will das jetzt gar nicht so ausmalen nochmal, schaut euch dazu gerne das Devisenradar vom Donnerstag oder Freitag. Schaut da mal rein. Ja, Headline ist dann eben Euro-US-Dollar-Short-Idee oder Short-Chance. Ich zeichne es nur mal ganz kurz jetzt hier ein. Moment, da muss ich mal kurz schauen. Also wir haben hier unten mehr oder weniger steigende Tiefs und wir haben oder hatten, das hat sich ja schon so ein bisschen relativiert, wir hatten auf der Oberseite fallende Hochs. Ja, unten steigende Tiefs und unten oben fallende Hochs. Also so eine Formation, Dreieck, Wimpel, Flagge, wie man es auch immer nennen möchte. Für mich ist wichtig, dass in so einer Formation im Endeffekt die Schwankungsamplitude, ja, die ja vorher natürlich stattfindet, ja, jetzt fange ich hier mal von hinten, diese Schwankungsamplitude immer kleiner wird, ja,
somit natürlich auch die Chancen in irgendeiner Art und Weise immer kleiner werden. Und jetzt natürlich ein Break, eine Erhöhung der Volatilität auch irgendwann natürlich mal angesagt ist. Und jetzt hatten wir auch mit dem Schlusskurs zwar fast irrelevant, aber wir sind hier aus diesem Formationsgebilde schon mal nach oben ein wenig ausgebrochen. Für mich ist es eigentlich interessant, dass wir das Ganze nach unten tun. Und das ist natürlich immer noch aktiv, ja, erstmal so ein Fake vielleicht auf der Oberseite, dann fängt der Markt hier wieder an reinzulaufen und dann wird es hier unten interessant, ab dem Bereich 13,30 erneut die Abwärtsseite zu handeln. Und das ist ja sowieso in den letzten Wochen immer wieder mein Gedanke gewesen, Euro, US-Dollar, Short, auch wenn er sich dann teilweise recht unschön erstmal wieder zwischendurch nach oben bewegte, aber der Gedanke, Kerngedanke, und dabei wird es bleiben für dieses Handelsjahr. Der Euro-US-Dollar ist gen Süden gelaufen. Wir sind hier negativ performant, alleine schon durch diese Bewegung Anfang des Jahres, April, Mai, Juni, die wunderbar, die eigentlich das Hauptgeld gebracht hat. Hier habe ich im Euro-US-Dollar das Hauptgeld verdient, in dieser Bewegung. Und in diesem ganzen Gesülze hier seitwärts ist man so plus, minus null. Manchmal gab es Phasen, wo man im Negativen lag, dann kam mal wieder ein Move, den man ganz gut erwischt hat, dann hat es das Ganze wieder ins Positive gedrückt. Also dieses ganze Gebilde hier, seit im Endeffekt Juni diesen Jahres, ist eigentlich vom Handel her unschön. Führte dazu, dass wir in den Livestreams sehr wenig Trades gemacht haben im Euro-US-Dollar. Aber wir hatten eben immer wieder Moves auf der Abwärtsseite. Und es ist nicht auszuschließen, und das ist das, was ich jetzt verfolge nochmal für dieses Jahr, erstmal primär, dass wir hier vielleicht nochmal Möglichkeiten auf der Abwärtsseite bekommen, in Richtung in etwa 1,12, beziehungsweise, dass wir sogar nochmal diese Tiefs hier unten nach unten durchschreiten in den nächsten zwei Handelswochen und vielleicht hier nochmal die Möglichkeit bekommen, im Euro-US-Dollar den einen oder anderen Euro zu verdienen. Somit wäre das jetzt hier nach wie vor mein Kerngedanke. Und das ist das, worauf ich meinen Alarm gesetzt habe, 13,30, wenn der Markt dort erneut hinkommt, dass ich mir das Ganze dann anschaue und schaue, dass ich hier gegebenenfalls eben entsprechend Setups, und das machen wir ja teilweise dann auch zusammen in den Livestreams, gegebenenfalls Setups dann für die Abwärtsseite zu entwickeln. Jetzt sind wir allerdings nördlich ausbrechend gerade und selbst wenn wir jetzt hier erstmal noch so ein Stück hochlaufen, bin ich hier mit Käufen erstmal vorsichtig. Aber wir haben aus dieser Seitwärtsschiebezone, deswegen ist natürlich diese Linie hier auch rot, 1,15,30, ein extrem wichtiger, charttechnisch wichtiger Bereich, der in der Vergangenheit extrem wichtig als Unterstützung dienlich war. Und da wir jetzt eben wenigstens ganz leicht nach oben laufend sind, ja, und aus dieser Formation ausgebrochen sind, allerdings noch nicht über 14,30. Aber es ist denkbar, wenn wir hier doch nochmal über 14,30 kommen, dass sich der Markt natürlich dann auch langsam wieder Richtung 15,30 vorarbeiten kann. Wer möchte, kann nach wie vor an wichtigen Widerständen immer mal wieder die Abwärtsseite versuchen. Ich weiß, dass der Gedanke, der etwas aggressive Gedanke, eben immer wieder an wichtigen Widerständen zu verkaufen, dem einen oder anderen, gerade hier in dem Livestream mit uns, wo wir immer zusammen ja dann auch Dinge besprechen, wirklich teilweise sehr, sehr viel Geld sogar gebracht hat. Für mich ist es zu aggressiv. Ich lasse das Ding ein bisschen defensiver oder gehe den Euro-US-Dollar etwas defensiver an. Aber es ist natürlich unterhalb von 15,30 auch nach wie vor möglich, dass der Markt immer mal wieder runterdrückt in die nächsten Unterstützungen rein, dass er sich eben auch kleinere Unterstützungen schnappt und man hier natürlich immer mal schnell 30, 40, 50 Ticks dann auch mal mitnehmen kann. Das ist nicht meine Intention. Ich möchte das immer ein bisschen anders handeln, ein bisschen defensiver handeln. Von daher werde ich da ein bisschen vorsichtiger sein. Aber es ist natürlich hier oben auch immer wieder denkbar, dass er dann doch schnell, da wir übergeordnet abwärts tendierend sind, immer mal schnell die Abwärtsseite wieder einnimmt. Aber ein bisschen vorsichtig, denn 15,30 denke ich hier oberhalb ist erreichbar. Und für mich wird es halt erst interessant, ab 13,30 hier eventuell dann entsprechend zu verkaufen. Gucken wir uns abschließend den Goldpreis an. Hier gibt es aktuell zwei wichtige Niveaus, die wir auf dem Schirm haben sollten. Wir gehen mal auf den Tageschart und haben jetzt ja den Bereich. Erstmal haben wir lange damit gekämpft. Ich hatte in der letzten Trading-Wochenanalyse zwei Bereiche als wichtig, als realistisch zu erreichende Ziele. Da waren wir ja hier unten, das muss ich erstmal überlegen, irgendwo hier unten waren wir ja zum Schluss der vorletzten, also der letzten Handelswoche entfahren. Am Freitag, jetzt haben wir den Schlusskurs ja hier oben gefunden. Ja, und ich hatte gesagt, alles, was so in etwa oberhalb von 12,20 nach wie vor stattfindet, ist natürlich weiterhin denkbar, dass es dann auch auf der Aufwärtsseite weiterläuft. Und zwar hatte ich hier zwei Zielbereiche genannt. Und einmal war es der 35er-Bereich, das ist in etwa hier.
Und dann war es als nächster Bereich diese 41. Das ist hier. Und beide Bereiche wurden angelaufen. Der Markt hat erstmal wieder eine lange Zeit an der 41 dort oben gekämpft. Nicht zu vergessen, das ist ja hier ein Tageschart. Und ist dann am Freitag mit der Schwäche der US-Märkte, mit der Schwäche des DAXes, dann erstmal noch ein Stück weiter nach oben gelaufen. Ist fast an den 50er-Bereich rangelaufen. Wir hatten hier dann auch immer schon besprochen, der Markt ist halt eben weiter am Laufen nach oben. Die Chancen sind nach wie vor auf der Long-Seite da, auch wenn das hier jetzt zwar in der vergangenen Handelswoche dann mal etwas sauberer vonstatten ging. Vorher aber, und das war ja der Grund, warum ich hier erstmal auch so ein bisschen den Dampf rausgenommen habe. Wir waren im Gold in den letzten Monaten sehr, sehr shoppy unterwegs. Shoppy in Bezug auf, dass der Markt sehr, sehr viel hin und her pendelte, keine richtige Trendbewegung mehr ausbaute. Hier sauber abwärts, saubere Gegenreaktion und dann ging das nur noch seitwärts. Dann kam hier mal einmal so ein Schub nach oben und dann ging das so shoppy wieder unten im Prinzip hier weiter. Ja? Und diese Bewegungen, die hier so ekelig, wirklich ekelig sind, diese führten dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, Gold erstmal sein lassen, weil man eben nicht so richtig schön Trendbewegungen mitnehmen kann. Und nun hatten wir in der vergangenen Handelswoche dann schon mal wieder seit langem wirklich eine Bewegung, die sich eigentlich fast Tag für Tag sauber fortgesetzt hat und jetzt auch durchaus dazu führen kann, in Zusammenhang mit gegebenenfalls der weiterlaufenden Schwäche der US-Märkte, dass wir in das nächste Kernwiderstandsniveau 1,60, 1,63 laufen. Natürlich 12,50 als psychologisch wichtige Marke hatten wir hier auch schon mal in der Vergangenheit. Das ist ja der Bereich, knapp oberhalb der aktuellen Bereiche. Wir sind ja im Schlusskurs 48,30, also 1,70 Dollar ist ja nur noch bis 12,50, psychologisch wichtige Marke, auch erstmal als kleiner Zwischenwiderstand. Aber das nächste Kernniveau kommt im Bereich 12,60. Und für diejenigen, die vielleicht schon Long-Positionen laufen haben, ja, und da jetzt eben auch damit spekulieren, den Preis, den Goldpreis eben weiter steigen zu sehen, da ist eben 12,60, 12,63 eben durchaus realistisch. Und das war ein Bereich, wo wir dann in der Abwärtsbewegung dann auch hier diesen Bereich eben von der Ober- und von der Unterseite dann eben mal kurz getestet haben. Und davor in der Vergangenheit, da wird es eigentlich noch viel wichtiger, war dieser Bereich eben auch wichtig. Und somit ist da hier natürlich Kaufgedanken grundlegend erstmal nicht verkehrt. Und dafür gehen wir mal auf den Stundenchart. Schieben das Bild hier ein wenig zusammen. Und ich hatte in der Woche schon besprochen, dass jetzt hier zwei wichtige Bereiche als potenzielle Kaufbereiche interessant sind. Das ist zum einen der Bereich um die Marke 12,28, 12,29. Das ist etwa der Bereich, der sich hier idealerweise dann eben hätte ausbauen können mit dieser Abwärtsbewegung, dass sich diese eben noch ein wenig nach unten weiter ausprägt. Und dann wäre das auch für mich hier ein schöner Bereich gewesen, um den Markt zu kaufen. Dazu kam es nicht. Der Markt stieg eher, der Markt drehte eher und nahm hier mehr diese Unterstützungszone aus diesen Bereichen als Unterstützung, um zu steigen und lief eben nicht mehr in dieses Kernunterstützungsniveau. Nichtsdestotrotz, nicht muss, aber sollte der Bereich 28, 29 weiterhin abgespeichert werden im Hinterkopf. Denn ich denke, selbst wenn wir aus diesem hohen Niveau hier gegebenenfalls nochmal Schwäche sehen, dass dann auch trotzdem der Bereich nochmal unterstützend wirken könnte. Aber eigentlich etwas wichtiger wird der Bereich, der knapp oberhalb dieser zwei Tiefs der vergangenen Handelswoche liegt. Und zwar ist das der Bereich um die Marke, ich zeichne es erstmal hier ein, um die Marke in etwa so 35. Das ist ja der Bereich, den wir eben auch schon in der Vergangenheit als Zielbereich hatten. 35 war in der vergangenen Handelswoche ein Zielbereich. 35 und 41. Und dieser 35er Bereich, der ist ja nicht ohne Grund ein Zielbereich gewesen, sondern er war in der Vergangenheit ein wichtiger Bereich und wurde dann ja auch von der Oberseite hier zweifach als unterstützender Bereich genutzt und ist dann eben weiter nach oben gelaufen. Somit ist nach wie vor der Bereich natürlich interessant und das wäre jetzt auch erstmal so der Bereich, der für mich nochmals für einen Kaufgedanken zum Tragen kommen würde. Also ein Rücklauf in Richtung 35 wäre interessant. Für diejenigen, die etwas aggressiver agieren wollen, ist natürlich auch weiterhin der 41er Bereich interessant. Ja, hier also dieser Lauf an diese Hochbereiche, diese zwei Hochpunkte, ein kurzes Überschreiten. Also es ist ja mehr eigentlich der 42er Bereich als der 41er Bereich. Der Rücklauf in diese Bereiche ist natürlich hier auch nochmal interessant für weitere Käufe in Richtung
Vielleicht läuft er direkt am Montag nach unten, schafft noch gar nicht mal vorher die 50 anzulaufen. Dann ist natürlich ein Test der 41 erstmal in Richtung 50 oder 42, Test 42 in Richtung 50 ist natürlich dann interessant und dann weiterführend kleinere Widerstände. Ich glaube 54, 55 kommt nochmal einer und dann ja geht es ja in Richtung 63. Also diese Rückläufer sind natürlich jetzt weiterführend für die Aufwärtsrichtung interessant. Und sollten wir darunter fallen, ja, sollten wir unter diesen Bereich 35 kommen, dann wird es hier erstmal wieder abwärts tendierend. Nächste Unterstützung ist dann nach wie vor natürlich der Bereich, der interessant und wichtig ist. Alarm legen, schauen, wie kommt der Markt dahin. Hier kann es auch nochmal zu einer Gegenreaktion kommen. Aber natürlich, umso tiefer wir rutschen, umso wahrscheinlicher wird es, dass wir erstmal wieder in Richtung 12,20 rutschen. Also, wenn dann auch für mich eher oben die Aufwärtsseite interessant an den entsprechenden Unterstützungen, aber wie gesagt, auch wie in den letzten Wochen, Gold ist eigentlich der letzte Markt, den ich aktuell handeln wollen würde. Bin sowieso etwas defensiver unterwegs, aber die Kerngedanken haben wir jetzt geschürt. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Wir hören uns natürlich in den täglichen Livestreams. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin, euch alles Gute, Good Trades und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.